Unfallbericht. Am 12. Dezember arbeitete der Gabelstaplerfahrer Markus Hausen im Hamburger Freihafen bei der Reederei Sievers in seiner Nachtschicht. Zeugenaussagen zufolge hat er seinen Arbeitsplatz zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr morgens durch eine Seitentür einer benachbarten Fleischerei verlassen. Der Frühschicht dieser Fleischerei, die gegen 4.30 Uhr die Seitentür benutzten, stießen dort auf Blutspuren. Die Blutspuren führten zum 200 Meter entfernten Elbufer und endeten dort. Nach 1.30 Uhr nachts hat man Markus Hausen nicht mehr lebend gesehen. Ich wollte dich zum Dienst abholen. Meine Schicht fängt erst mittags an. Krapowski hat angerufen. Wir müssen los. Ja, komm rein. Kinder haben eine Leiche gefunden. Ich habe öfters versucht, dich anzurufen, aber... Naja, die Telekom. Ja. Morgen. Morgen? Willst du einen Kaffee? Oh. Machst du mir auch einen? Und Sie? Natascha. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Sie auch einen Kaffee? Nee, danke. Ist nicht gut für die Zähne. Wo hat er denn gearbeitet? Im Hafen? Ja. Als verdeckter Ermittler. Welche Abteilung? Drogendezernat. Es ist Markus Hausen. Der Mann ist vermutlich erstochen worden. Oder vielleicht ertrunken. Aber das können wir jetzt zweifelsfrei nach der Autopsie feststellen. Er ist seit mindestens 8 Stunden tot. Die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. Das wär's für heute. Danke. Als verdeckter Ermittler hatte er ja einen Kontaktmann im Drogendezernat.
Lüders? Er hat aber erst Mittagsschicht beginnen. Wo hat Hausen denn gewohnt? Blücherstraße 24 unter dem Namen Martin Ritzenhoff. Volker Hennings, wir brauchen die Kollegen von der Spurensicherung in die Blücherstraße 24. Zweiter Stock in Altona. Ja, bis da. Da war aber jemand gründlich. Vielleicht hat Hausen sich Notizen gemacht. Ein verdeckter Ermittler macht keine Notizen. Vor allem versteckt er sie nicht in seiner Wohnung. Aber was haben die dann gesucht? Maria Durate. Das war wahrscheinlich seine Freundin. Das glaube ich nicht. Das hat der Hausen mir erzählt. Ach, Sie. Waren Sie sein Kontaktmann? Wie kommt es, dass Sie den Fall bearbeiten? Hausen war mein Mann. Hab mich nicht umgerissen. Krapowski. Würde mich freuen, wenn Sie mich trotzdem über Ihre Ermittlungsergebnisse informieren. Machen wir. Danke. Und, was machen Sie jetzt? Ich höre mich in der Szene um und Sie. Wir fahren bei Maria Durate vorbei. Die Frau ist eine Illegale. Arbeitet als Sekretärin bei der Spedition Sievers. Wir haben sie noch nicht hochgehen lassen, um Markus nicht zu gefährden. Aber wenn er was mit ihr gehabt hätte, hätte er es mir erzählt. Er hätte es mir gar nicht verheimlichen dürfen. Naja, vielleicht wollte er nicht alles mit Ihnen teilen. Als was hat Ihr Mann gearbeitet? Als Lagerarbeiter, auch bei Sievers. Er war einer großen Drogenfahndung auf der Spur. Wann und wo? Genaues konnte er noch nicht sagen. Danke. Kripo Hamburg, öffnen Sie! Berechtigung hat eben auch ihre guten Seiten. Fahren Sie weiter! Hasch,
250, 300 Gramm. Für wen ist denn das? Für Sie? Oder ist es für Witzenhoff? Was hat denn das jetzt? Nein. Für wen ist das? Also, wir konfiszieren das jetzt und Sie wandern in U-Haft. Das ist für mich Eigenverbrauch. Na, dafür ist es wohl ein bisschen viel, was? Martin Ritzenhoff, wo haben Sie den kennengelernt? Bei der Arbeit, ich helfe im Büro aus. Und wie lange sind Sie jetzt mit ihm zusammen? 3 Monate. Was soll denn das? Was hat Martin mit der Geschichte zu tun? Er ist tot. Sagen Sie mal, wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Ich... Am Vormittag. Gestern Vormittag. Und mit wem hatte Ritzenhoff beim Arbeiten so zu tun? Keine Ahnung, er war ja im Lager. Wo haben Sie das Zeug, das Hasch? Das bekomme ich von verschiedenen Leuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Martin... Warum sollte man ihn denn umbringen? Weil er ein verdeckter Ermittler war. Sein richtiger Name war Markus Hausen. Er war einer großen Drogenlieferung auf der Spur. Wissen Sie was davon? Keine Ahnung. Davon hat mir Martin nichts erzählt. Wusste er denn von Ihren kleinen Kurierdiensten? Nein. Wann fangen Sie morgen mit der Arbeit an? Um 9. Frau, kommen Sie ins Präsidium. Entweder Sie arbeiten mit uns zusammen oder Sie gehen in U-Haft. Wenn nicht dafür, dann weil Sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Und was genau soll ich für Sie tun? Ach, denken Sie erst mal darüber nach. Wohnen Sie allein hier? Mit meinem Sohn. Er ist bei seinem Vater. Na dann, bis morgen. Ich weiß, was ich gesagt habe. Dazu stehe ich auch. Ja, das will auch überhaupt niemand wegreden. Ja, genau. Ganz genau. Nur ich brauche noch eine Kreditlinie. Um für die nächsten 4 Monate die Löhne und Gehälter zu zahlen. Und um überhaupt meine Fixkosten. Die 4 Aufträge stehen, Herr Marzahn, so wie ich es gesagt habe. Es haben sich nur die Termine verschoben. Ja, das... passiert einfach in diesem Metier. Genau, genau. Ich kann dir das auch sofort nochmal per Fax bestätigen. Nein, nein, nein. Ja? Geh sofort raus. Ja, geh sofort raus. Ja. Genau. Und ich verlasse mich auf Sie. Ja? Ich höre von Ihnen. Gut. Danke. Genau. Wiederhören. Sie was hier? Exzellent, danke. Das Wetter ist bestens. Hören Sie zu, wir bekommen hier Schwierigkeiten. Hier läuft was ganz gefährlich aus dem Ruder. Legen Sie auf. Wie bitte?
Sie was? Ich weiß. Rufen Sie ihn nie wieder an. Es läuft alles über Jahrmann, richtig? Hören Sie zu. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Haben Sie das verstanden? Ich habe verstanden, Herr. Gut. Willst du sie wirklich mit ihrem illegalen Aufenthalt unter Druck setzen? 236 trifft ein. Nein. Ja, und wie soll das jetzt weitergehen? Morgen machen wir unseren Antrittsbesuch bei Sievers. Vorher geben wir eine Wanze. Hören einfach mit. Das ist gegen die Vorschriften. Das weißt du. Ja, ich weiß. Wir können bei der Spedition Sievers auch alles durchsuchen. Gefahrenverzug. Wenn wir das machen, dann spricht sich das um. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gibt es überhaupt irgendwas, wobei du ein gutes Gefühl hast? Also ich weiß von nichts. Das ist alles? Was hatten Sie erwartet? Ein Tonbandgerät. Irgendetwas Größeres jedenfalls. Das sind Wanzen. Wir sind immer in Ihrer Nähe und hören alles über Funk mit. Wenn was passiert, sind wir sofort bei Ihnen. Also gut. Eine ins Vorzimmer, eine zum Chef ins Büro. Das war's. Die Sache mit dem Hasch ist dann vom Tisch? Sie kriegen es sogar wieder. Was wir brauchen, ist ein Hinweis auf die Lieferung, von der Hausen gesprochen hat. Um welches Schiff es sich handelte. Das kann ich nicht versprechen. Das wissen wir. Ich mache sowas zum ersten Mal. Sie gehen jetzt ganz normal zur Arbeit. Vielleicht fällt Ihnen was auf. Schiffsnamen, B- oder Entladenotizen. Aber bitte riskieren Sie nichts. Wichtig ist, wann das Schiff anlegt. Ich weiß nicht. Ich habe nicht so starke Nerven. Die Nerven eines Drogenkuriers reichen vollkommen. Ja? Kommissar Hennings von der Kripo Hamburg. Herr Sievers. Danke. Guten Tag. Herr Ritzenhoff, Martin Ritzenhoff, der arbeitet bei Ihnen? Ja, der ist, arbeitet im Lager. Herr Ritzenhoff ist tot. Er wurde ermordet. Gestern Nacht. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich untersuche diesen Fall. Im Augenblick mache ich mir ein Bild über die Lebensumstände des Ermordeten. Er war seit 4 Monaten bei Ihnen angestellt, ist das richtig? Ja. Aber das ist doch unmöglich. Seit 4 Monaten, ja, so in etwa. Auf den Tag genau kann ich das nicht sagen. Und Sie waren gestern Nacht wo? Ich war im Bett. Ich fange hier morgens um 5:30 an. Ich muss Sie bitten, sich bis auf Weiteres zur Verfügung zu halten. Ist Ihnen das möglich? Das ist möglich. Ich bin ja hier. Fahren Sie, bringen Sie. Ich habe eben eine furchtbare Nachricht bekommen. Martin Ritzenhoff, einer unserer Mitarbeiter, ist gestern ermordet worden. Er war nervös. Ja,
habe selten jemanden gesehen, der von Trauer so überwältigt war. Keine Erfahrung in sowas. Sie kann Fehler machen. Hausen hat auch einen Fehler gemacht. Jetzt ist er tot. Sie ist die einzige Karte, die wir spielen können. Wenn Hausen kein Polizist gewesen wäre, würdest du dann genau... Natürlich würde ich genauso. Ich will keinen Rachefeldzug. Ich kenne den Hausen vom Drogenglitzern, hat er was noch bei der Sitte. Ich könnte ihn damals schon nicht ausstellen. Naja. Es dürfte ja auch kaum jemand geben, den du ausstehen kannst. Was ist so komisch? Die Dorate sieht ja gar nicht schlecht aus. Findest du? Ja, du nicht? Ich weiß nicht. Darüber habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Ach. Dann habe ich mich geirrt. Geirrt? Wie? Was meinst du? Nichts Vergisses. Jetzt sag doch. Ich hatte das Gefühl, dass sie dich so... Ja? Ja, ich hatte den Eindruck, dass sie, da kommt jemand. Zwei Männer. Einer ist größer, elegant gekleidet. Der andere ist kleiner, etwa 1,70. Ich sehe es. Wir waren gerade in der Gegend, wollten wir mal schauen, wie sie steht. Und ob mit unserer Bestellung alles in Ordnung ist. Die Lieferung ist gerade gestern per Fax beschädigt worden. Sehr gut. Ebenso die Höhe Ihrer Anzahlung. Jetzt sucht sie die Listen. Schiff hat seinen Heimathafen verlassen und ist... Augenblick. Ach du Scheiße. Ich habe gehört, bei meinem Ferrari gibt es tiefe Schwierigkeiten, stimmt das? Was willst du mit einem Ferrari? Ich brauche kein Ferrari. Ich habe ja einen Schwanz. Das verstehe ich ja, Herr Emmerich. Aber das Schiff hat wegen eines Sturmtiefs zwei Tage später abgelegt. Einen Augenblick, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein. Alles gut, danke. So, entschuldigen Sie. Jedenfalls können Sie damit rechnen, dass die Ware erst mit zwei Tagen Verspätung hier eintritt. Kommt eben aus dem Ostblock. Da hatten die 40 Jahre nichts anderes zu tun. Immer besser als Ferrari fahren. Ja, das ist wohl wahr. So, das Schiff liegt in drei Tagen in Hamburg an. Wir können die Bestellung dann direkt abholen. Du beobachtest die Dorat und den Typen? Ich hänge mich aneinander.
sicher, dass Sie mit. Ja, aber jedenfalls können Sie sicher sein. Nächste Haltestelle, Hallerstraße. Jörg Sievers, 38 Jahre. Sein polizeiliches Führungszeugnis ist makellos. Er hat die Spedition mit seinem Vater gehabt. Seitdem ist er verschuldet, bis er beide Ohren. Ernst Jahrmann, 42. Geboren in Berlin, ist auch aktenkundig gewesen, kleinere Sachen. In Hamburg hat er da einen Pizzaservice aufgemacht. Der Laden lief schlecht, aber Jahrmann fuhr Porsche. Drogen. So ist es, die waren in der Pizza versteckt. Naja, er ist dann für ein paar Jahre in den Knast gegangen und dort haben er und Tadeusz Leszkow sich kennengelernt. Leszkow saß wegen Zuhälterei und schwerer Körperverletzung. Seit wann sind die beiden draußen? Ja, mal seit 2 Jahren. Leszkow seit einem knappen Jahr. Beide auf Bewährung. Und seitdem sind sie sauber? Ja.
Sievers? Ist verschuldet. Er hat die Sache organisiert, also kann er nicht mehr aussteigen. Also, die Ladung kommt mit dem Schiff. Die Frage ist, mit welchem? Hennings? Ja. Bis gleich. Krapowski. Wie soll Landert mit seinem kranken Herz? Danke, das genügt. Aber zwei Videokameras, zwei Monitore, zwei Abhörmikrofone, ein Tonbandgerät und so weiter und so fort. Sie kennen den Paragraphen. 100c der StPO, ja. Abhören von Privat- und Geschäftsräumen nur auf richterliche Anordnung oder durch den Staatsanwalt bei Gefahr im Verzug. Richtig. Und das auch nur, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Art unmöglich wäre. Und das ist alles nicht gegeben. Stattdessen setzen Sie diese Frau Maria Dorata als Spitzel ein. Das ist strafbar. Und es geschieht hinter meinem Rücken. Ja, wir können es auch ganz nach Vorschrift machen. Wir nehmen Frau Dorata jetzt fest, weil sie illegal in Deutschland ist und wegen 300 Gramm Haschisch besitzt. Und das war's. Dafür ist Markus Hausen dann gestorben. Ich mache Sie beide für das Leben dieser Frau verantwortlich. Wenn Sie sie weiterhin vorschriftswidrig einsetzen. Und ich weiß von nichts. Von nichts zu wissen ist immer gut. Wie geht's Ihnen? Das habe ich in den Unterlagen gefunden. Sechs Schiffe, die Fracht für die Spedition Sievers geladen haben. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ja, nehmen Sie den Laden jetzt hoch. Naja, das ist nicht ganz unkompliziert. Wir wissen das noch nicht. Wir können keine sechs Schiffe durchsuchen. Das ist allein logistisch unmöglich. Wir brauchen Sie nochmal. Das heute hat mir gereicht. Danke. Es wäre aber nötig. Ich habe keine Lust, für Sie drauf zu gehen. Und jetzt können Sie mich verhaften. Wir hatten eine Abmachung, Sie können gehen. Ich kann Sie gerne fahren. Nein. Danke, Herr Hennings. Ach, Frau Dorate, falls Sie es nochmal überlegen. Lass uns an Jarmann und Leschkow dranbleiben. Wir brauchen die Dorate nicht. Die wissen vielleicht, dass sie observiert werden. Tauchen ab. Ich würde gerne auf Nummer sicher gehen. Philipp. Ach, Philipp.
Komm doch rein. Willst du was trinken? Nein, danke. Ich habe dir was mitgebracht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Eine CD. Ich hole eine Schere in der Küche. Nein, ich habe ja eine. Ich komme inzwischen ganz gut allein zurecht, Philipp. Ich mach sie mal an, ja? Das ist alles. Das ist alles. Dazu kenne ich dich so gut. Also? Warum bist du hier? Ich dachte, es wäre schön, wenn du mich nicht ganz aus deinem Leben ausschließt. Philipp, ich bin blind. Das ändert nichts. Doch, das ändert alles. Ich habe unser Lied nicht vergessen, Philipp. Ich habe auch nicht vergessen, was du für mich getan hast. Aber du hast mein Leben nicht nur gerettet, du hast es auch in einer gewissen Art und Weise zerstört, verstehst du? Ich weiß, das wolltest du nicht, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Ja, aber vielleicht. Nein, es ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Du hast dein Leben und ich habe mein Leben. Möchtest du, dass ich dich nicht mehr besuchen komme? Du warst mal sehr wichtig für mich, Philipp. Das ist alles. Verstehe. Alles klar? Du kommst von hier. Habe ich zu viel gesagt? Das ist Simon. Ah ja, wir haben Durst. Komm schon, Simon.
jetzt erzählst du mir, was sie wissen. Die gehen davon aus, dass es sich um eine Drogenlieferung handelt. Mit dem Schiff. Natürlich wissen sie nicht, welches Schiff. Und dass es in 3 Tagen ankommt. Ja. Und weiter. Das war's, mehr wissen die nicht. Auf morgen hören sie wieder mit. Aber ich habe denen gesagt, dass das für mich zu gefährlich ist. Und ich habe abgelehnt. Was? Was? Das war doch so vereinbart. Jetzt hör mal zu. Du rufst sie an. Und dann sagst du, dass du es dir anders überlegt. Und morgen kriegst du den Schiffsnamen. Ist das klar? Ist das klar? Okay. Simon kann übrigens sehr gut mit Kindern umgehen. Nicht. Ja. Na, wir wollen uns ein bisschen entspannen. Persönlich gesprochen, aber da ich sie ja privat noch nie angerufen habe. Und ich glaube, dass das heute auch nicht der richtige Tag dafür ist. Jedenfalls wollte ich... Ich bin zu Hause. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Nein, Sie stören nicht. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass Sabine Jäger heute Geburtstag hat. Aber wahrscheinlich haben Sie ja schon selber daran gedacht. Habe ich. Tue ich immer noch. Wie geht es ihr? Sie wird nicht fertig damit. Und ich kann ihr auch nicht dabei helfen. Manche Menschen brauchen Zeit, um eine neue Situation akzeptieren zu können und sich helfen zu lassen. Und man sollte ihr diese Zeit auch geben. Ich glaube nicht, dass die Zeit das Problem ist. Das Problem bin ja ich. Herr Lannert, wenn Sie damals nicht gegen den Befehl Ihres Vorgesetzten gehandelt hätten, wäre Frau Jäger jetzt nicht blind, sondern tot. Das wäre ihr ja vielleicht auch lieber. So wie ich Frau Jäger kenne, glaube ich das nicht. Vielleicht will sie nur... Ja, verstehe. Sie können mich anrufen, wann immer Sie wollen. Danke.
Ja, ich guck mal auf meinen Kalender. Von neu? Ja. Ich brauch die Lagerlisten. Ich hab's. Sekunde? Ja, kriegen wir. Sonst, 28 wäre das weg. Zuerst kommt die Matrix. 5 Container müssen bis übermorgen in Stuttgart sein. Ich sag Bescheid. Soll sich Petersen dann kümmern? Dann die Lupinen. Seit 2 Tagen überfällig. 2 Container pro. Und dann die Santiago, 1 Container. Das ist der Umzug von den Sommers. Das ist ein Schulfreund von mir. Das mach ich selber. Danke, das war's. Du hast ja gestern was gesagt, dass die Dorate mich... Was? Na, das weiß ich nicht. Das wolltest du mir sagen. Kann mich nicht erinnern. Bei der Observierung. Du hast gesagt, dass sie gut aussieht und dass sie mich... Naja. Ist ja auch nicht wichtig. Du magst sie wohl ein bisschen. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein, es war, sie hat dich so angeschaut, so von der Seite angeschaut. Das war in ihrer Wohnung. Und? Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie, ja? Die Santiago hat den Rabatt abgelegt, das ist in Marokko. Ja, es ist ein libanesisches Schiff mit unter britischer Flagge. Anliegeplatz ist Pier 17. Das ist ein Schiffsquerschnitt. Ja, das sehe ich. Habe ich von Lüders. Danke, Herr Westermann. Also? Also, ich order dann mal die Verstärkung für morgen. Lief doch richtig glatt, was? Ja, glatter hätte es kaum laufen können. Was ist jetzt schon wieder? Manchmal laufen die Dinge eben so. Hausen erfährt was von der Lieferung und wird ermordet. Wir heften uns an seine Freundin, die hat Hasch im Haus und lässt sich deshalb mit uns auf den Handel ein. Wir observieren bei Sievers, die bösen Jungs tauchen auf. Und dann kriegt die Dorate das Schiff mit der Lieferung raus. Scheiße. Hausen war ein guter Mann. Ich weiß, Sie konnten ihn nicht ausstehen, aber war trotzdem gut. Ich mag es noch nicht, wenn man von fixen Aussagen erpresst. Aber hören Sie doch auf mit der alten Geschichte. Abgesehen davon, ja. Ein guter Mann. Um nochmal auf das Mädchen zurückzukommen. Das hätte er melden müssen, richtig? Das habe ich Ihnen ja gesagt.
Kann sein, dass es wirklich zu persönlich war oder hatte gerade angefangen mit den beiden. Das ging aber schon seit 3 Monaten. Bleibt es dabei, dass die Lieferung morgen kommt? Ja, wir melden uns, wenn es soweit ist. Erwischt, dann sage ich, dass es deine Idee war. Also, ich weiß von nichts. Ich weiß. Hörst du mich? Ja? Das Foto von der Dorat und Hausen ist in Montage. Was? Wie kommst du denn darauf? Ich habe das Original, das sie mit ihrem Sohn drauf. Sieh zu, dass du da rauskommst. Was ist denn? Sie ist da. Sie geht gerade ins Treppenhaus. Los, raus da! Hübscher Mann. Hübsches Kind. Was glauben wir jetzt? Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie und Markus Hausen waren gar kein Paar. Philipp. Philipp, hörst du mich? Philipp! Scheiße! Kommen Sie mal mit. Das ist mein Kollege. Bist du allein? Was trinken? Nein. Was ist? Nichts. Die Polizei glaubt, dass die Lieferung mit der Santiago kommt.
Und jetzt brauchen Sie mich nicht mehr. Sie wollen mich auch nicht mehr überwachen. Gut gemacht. Unsere Abmachung geht doch noch. Bis morgen. Herr Langert? Welche Absprache? Welche Absprache haben Sie mit Leschkow? Die haben ihren Sohn. Sie haben mir eine gute Arbeit in Deutschland versprochen. Deshalb bin ich mit meinem Sohn von zu Hause weg. Am Anfang habe ich im Bordell von Leschkow gearbeitet. Dort habe ich auch Jarmann kennengelernt. Und er hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr anschaffen musste. Er war es auch, der mich bei Sievers untergebracht hat. Das war vor einem Jahr. Warum meinen Sie, hat Jarmann Sie aus dem Bordell geholt? Weil er wusste, dass er keine Papiere hat. Und einen Sohn. Du meinst, er hat... Was gab's denn von Ihrer Seite so als Gegenleistung? Ich habe ab und zu eine Tasche bekommen und eine Adresse. Das habe ich dann dort abgeliefert und das war's. Was ist mit Sievers? Gehört er dazu? Nicht wirklich. Über Jarmann sind einige Liefergeschäfte gelaufen. Und von so einem Geschäft hat Hausenden erfahren? An dem Abend, als er ermordet wurde, da ist Jarmann und Leschkow zu mir gekommen. Die waren ziemlich brutal. Ich musste dann irgendeine Nummer anrufen. Und der Typ, der dran war, der hatte meinen Sohn bei sich. Haben Sie die Stimme erkannt? Juri hat die ganze Zeit geweint. Nur geweint. Ja, man wollte unbedingt wissen, was Hauser zur Polizei gesagt hat. Und deshalb sollten Sie sich als seine Freundin ausgeben, wenn wir uns melden. Und ich sollte auch das Foto aufstellen. Bei Hausen wurde das Gegenstück platziert. Es war auch Jarmanns Idee, dass die Polizei mir irgendeinen Deal vorschlägt, wenn ich mich irgendwie strafbar mache. Und dann hat er dann die 300 Gramm auf den Tisch gelegt. Sicherlich sollten Sie es uns bei Ihrer Flucht nicht zu schwer machen. Das ist mir ja wohl auch gelungen. Das heißt, die sind über unsere Schritte komplett informiert. Was passiert denn jetzt mit dem Kind? Morgen. Morgen soll die Übergabe sein, wenn die Lieferung da ist. Glauben Sie, Jarmann hält sich an Absprachen? Nicht, wenn er weiß, was ich Ihnen erzählt habe. Sie sind aber überfällig langsam. Und die Dorate? Was ist denn der? Ich war ganz schön mit Nerven fertig in den letzten Tagen. Die sagt nichts. Ja? Danke.
Das Dope ist auf der Matrix. Ja, Mann, hier. Die Sache geht klar. Tout est parfait, Monsieur. On est prêt. Merci beaucoup. Au revoir. Also. Auf der Santiago ist die Lieferung nicht. So viel ist sicher. Sonst hätten die uns nicht mit der Nase drauf gestoßen. Das ist er. Das ist Simon. Er hat wegen bewaffneten Raubüberfalls eingesessen. 94 bis 97 in der JVA. Fuhlsbüttel. Wie Ramon Kleschkow. Wir haben noch 20 Stunden. Dann müssen wir wissen, auf welchem Schiff das Zeug ist. Vorher holen wir den Jungen da raus. An Jarmann und Leschkow können wir uns jetzt nicht mehr hängen. Warum? Ich wette, die sind untergetaucht, bis es soweit ist. Und dieser Simon? Nach dem kann man doch fahnden. Das könnte zu gefährlich sein für Ihren Sohn. Da kann alles Mögliche passieren, Frau Durate. Er ist die einzige Verbindung, die wir zu Juri haben. Ich möchte, dass Sie nach Simon suchen lassen. Frau Durate. Ich mach das schon. So, jetzt werde ich versuchen, ihn zu beschreiben. Das wird schon gut gehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin illegal hier. Hm? Selbst wenn Juri und mir nichts passiert, wenn das hier alles vorbei ist, dann werden Sie uns ausweisen aus Deutschland. Da ließe sich vielleicht was machen. Das glaube ich nicht. Was soll das denn heißen? Dass es gegen die Vorschriften ist. Seit wann hältst du dich an Vorschriften? Und was passiert mit Juri, wenn sie das Schiff durchsuchen? Was, wenn er dann immer noch in den Händen von diesen Leuten ist? Was dann? Das wird nicht passieren. Wir holen ihren Jungen da vorher raus. Sie wissen ja noch nicht mal, wo er ist. Sie haben unser Wort. Ich bringe Sie noch auf. Drei Kreuze, wenn das vorbei ist. Ach, ich hab Hunger. Ich hab noch Pizza. Oh, nee, nicht schon wieder. Was gibt's denn da zu klotzen?
sind spät dran. Wir erwarten die Santiago in 2 Stunden am Pier 9. Kein Anhaltspunkt, welches Schiff die Ladung hat. Hä? Nein. Sind Ihre Leute bereit? Ein Präzisionsschütze und 2 Gruppen à 20 Mann. Die eine ist über strategisch wichtige Punkte verteilt. Die Eingreiftruppe wartet im Containerhafen. Und Sie stürmen dann die Santiago? Es ist doch ziemlich klar, dass die Lieferung überall sein kann, nur nicht auf der Santiago. Und das heißt was? Ja, dass wir die Santiago nicht stürmen. Wenn Sie das Schiff nicht stürmen, dann ist doch klar, dass die Durate geredet hat. Und was machen die denn wohl mit dem Kind? Haben Sie darüber mal nachgedacht? Das bringt uns nicht weiter. Ach, nicht weiter? Philipp! Warum nehmen Sie nicht eine Waffe und jagen dem Jungen höchstpersönlich eine Kugel durch den Kopf? Wenn hier eine Tonne Drogen über die Stadt geschwemmt wird, weil wir absichtlich das falsche Schiff stürmen, wollen Sie sich dann die Drogentoten anheften, jeden Einzelnen? Ist es das, ja? Wenn dem Jungen was passiert, nur weil Sie Ihre Fangquote aufbessern wollen, dann hänge ich Ihnen Verfahren an den Hals. Das haben Sie mir schon mal versprochen. Sie machen denselben Fehler wie bei Sabine Jäger an deren Erblindung. Schluss jetzt! Hör auf! Sie stürmen die Santiago! Fang nicht mal! Warte, Philipp, ich ruf Grabowski an und lass ihn hier abziehen! Und Grabowski hört auf Sie, ja? Ja, lassen wir es doch drauf ankommen. Was ist mit... Mach dir keine Sorgen, deinem Kleinen geht's gut. Geht zur Dorate. Die können Sie niemals gehen lassen, sie werden Sie umbringen. Und der Junge? Den auch. Kannst du hier bleiben? Sie warten auf Jammer. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie das alles so wunderbar mittragen hier. Sie wissen ja, dem Laden geht es nicht besonders gut. Und ich wollte Sie fragen, was Sie davon halten würden, hier ganz legal, ganz tags zu arbeiten. Habe ich was Falsches gesagt? Das ist nett von Ihnen. Ich werde erpresst. Was? Die haben meinen Sohn. Aber ich dachte, es geht hier um...
ein bisschen haschisch. Glauben Sie das wirklich? Lüders, es ist soweit. Sie können stürmen lassen. Lüders? Hören Sie mich, Lüders? Lüders, lassen Sie stürmen! Lüders, hören Sie mich? Lüders, lassen Sie stürmen! Herr Lüders, was machen wir jetzt? Halten Sie den Mund! Das sollte man nicht stören. Da, Maria. Heute ist dein letzter Kuriertag. Aber Jammern hat doch gesagt, dass ich... Ich weiß. Ich bin gekommen, um dich abzuholen. Gehen wir. Aber ich... Ihr habt noch ihr Sohn. Na und? Das geht dich scheiß Dreck an. Und du lässt sie jetzt frei. Sag mal, spielst du? Du zielst auf mich? Sind wir hier auf dem Rummelplatz oder was? Waffe fallen lassen! Wo ist sie was? Kommen. Ja? Ich brauche einen Krankenwagen, eine Spedition dringend. Ist der Dorado was passiert? Nein, hören Sie was und Ende. Können Sie mich hören? Wo ist der Junge? Er weiß es nicht. Wie will Jammern die Drogen wegschaffen? Sie kommen mit. Ernst August. Ernst August? Ein Schleppschiff. Wo liegt der Schlepper? Wo liegt der Schlepper? Oh Gott. Der Krankenwagen ist gleich da. Und? John, wenn das abgerissen ist? Das ist nicht abgerissen, such weiter. Ja, aber das kann doch sein. Ich meine, von Marokko bis hierher, das kann ja sonst wohin geblieben sein. Ich hab sie. Los, mach schon! Halt! Wart doch, Mensch, verdammt
Los! Okay. Schleppschiff. Es heißt Ernst August. Ernst August. Ernst August? Ja, genau. Verstanden. Haben Sie mitgekriegt? Wir haben ein neues Zielobjekt. Übernehmen mal. Ich kümmere mich um den Kleinen. Was machst du mit dem? Den bringe ich ins Schwimmen rein. Muss das sein? Wir haben sie. Sicher. Wir warten. Schmeißt er die Waffe weg? Was macht der da? Geld steuern. Lass den Jungen gehen. Geh ans Steuer. Ziel nicht frei? Das gesamte Hafengebiet ist abgeriegelt. Du hast keine Chance. Ich hab dich und ich hab den Kleinen. Los. Geiselnahme hat nie funktioniert. Ich will nicht schießen, du willst nicht tot sein. Los, mach! Haben Sie ihn? Da hörst du dich. Nimm mich, lass das Kind gehen. Komm, mach. Lass den Jungen gehen. Zielfrei. Freigabe.
Jörg Sievers bekam 1,5 Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung. Riemann wurde wegen Freiheitsberaubung, Nötigung, versuchten Mordes und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 6 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Maria Durate fand in ihrer Post eine zeitlich unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Der Briefumschlag trug keinen Absender. Sie lebt heute mit ihrem Sohn in Lübeck und ist verheiratet.